Hallo liebe Peppermint-Anime-Fans, es ist Donnerstag, es ist Zeit für unser nächstes Unboxing-Video. Schön, dass ihr zuschaut. Letzte Woche, da haben wir für euch Erased, die Stadt, in der es mich nicht gibt, Volume 1, die wunderhübsche, schicke Collector's Edition angeboxt. Und ich habe euch gezeigt, wie die innen ausschaut. Jetzt kriege ich sie nicht raus. Voll gut, jetzt schmeiße ich sie runter. Alles live, nichts gestellt hier. So, probieren wir das nochmal, dieses Mal geht's. So sieht das Ganze von innen aus hier. Wenn ihr es im Detail sehen wollt, letzte Woche schaue ich das Video nochmal an. Das haben wir verlost und gewonnen haben heute Erased. Volume 1, die Collector's Edition auf Blu-ray. Der Markus aus Kenzingen, herzlichen Glückwunsch. Und der Marcel aus Erkelenz. Ihr zwei habt gewonnen. Ihr merkt es die ganze Woche, jedes Live-Video, was ich mache, ich bin völlig durch. Das ist meine Allergie. Ich brauche einfach Tabletten und Ruhe. Nein, also ihr habt gewonnen, Erased. Aber ich sage die ganze Zeit schon Testament. Ja, ihr merkt, Testament geht mir nicht aus dem Kopf. Denn heute Unboxing des legendären vierten Volumes von Testament of Sister New Devil Volume 4. Ihr seht, um was es geht. Ganz klar. Frauen mit Flügeln. Ganz großen Flügeln. Und die könnt ihr natürlich auch wieder gewinnen, wenn ihr mitmacht in unserem Gewinnspiel, einfach eine E-Mail schreiben an pep@peppermint-anime.de, Stichwort Testament 4 und schreibt das Ganze bitte mit eurer Adresse, wo wir euch dann die Preise hinschicken dürfen und ob ihr eine DVD oder Blu-ray wollt. Testament of Sister New Devil Volume 4 ist der Abschluss der Testament-Saga. Ja, ich sage nur plötzlich Bruder, versehentlich Meister, immer Held. Denn Mio, das ist unsere weibliche Hauptrolle, ja, die ist auf Einladung ihres Onkels Ramses in die Dämonenwelt gekommen, begleitet von Basara, Maria und den beiden Heldenschwestern. Doch nicht einmal das überraschende Wiedersehen mit Marias Familie und die überschäumende Liebesenergie dreier Sukuben kann über ihr ungutes Gefühl hinwegtäuschen. Als Basara erkennt, dass es Ramses genau wie der derzeitige Dämonenkönig Leohard nur auf Mios Kräfte abgesehen hat, ist die Heimkehr beschlossene Sache. Doch zu spät. Auf einen Erlass Leohards hin wird ein Turnier angesetzt. Es soll der finale Kampf um Leben und Tod, um Mios Kräfte und die Herrschaft über das Dämonenreich werden. Werden Basara und seine Mädchen durch ihre Liebesspiele rechtzeitig genügend Kampfkraft erlangen? Das Zuhause ein Harem mit einer Königin als Dienerin, vereint im Kampf um die Macht, das ist der Stoff, aus dem Heldenfantasien gemacht sind. Was als Light Novel und Manga begann, findet in der zweiten Staffel aus dem Hause IMS noch mehr auf- und anregende Punkte. Hallihallo. So. Hallo, Aslan. Die Kultserie aus der ProSieben Max Anime Nacht läuft ja auch aktuell noch immer da auf dem letzten vierten Volume. Sind drauf. Clean Ending, Trailer, zwei Special Episoden. Außerdem die Episoden 7, 8, 9, 10 und die OVA mit dem Namen Basara Totos äußerst friedlicher Alltag. Nein, Basara Toyos äußerst friedlicher Alltag. So heißt das Ganze. Das mit drauf, also von vorne sieht das gute Stück so aus. Natürlich wie immer in Deutsch und in Japanisch mit Untertiteln. Hinten wirkt das Ganze so. Und wenn man das hier rauszieht, dann sieht das hier erstmal noch nicht so spektakulär aus. Aber wenn man das Digipack aufmacht, seht ihr auch hier, es geht ganz klar um Frauen mit Flügeln. Innen drin, oh jetzt ist es auf dem Kopf, drehen wir mal kurz um. Dreh. So. Innen drin auf das Nötigste reduziert. So sieht das gute Stück, die Blu-ray von innen aus. Wie gesagt, es ist der Abschluss der beliebten Testament of Sister New Devil Reihe. Ganz wichtig, es ist auch der Director's Cut. Ja, also es ist die unzensierte Langfassung aller Folgen mit extra Flügelszenen, wenn ihr wisst, was ich meine. Seit letzter Woche im Handel. Gibt es auf DVD und auf Blu-ray. Und wie gesagt, wenn ihr es gewinnen wollt, dann schreibt einfach eine E-Mail an pep@peppermint-anime.de, Stichwort Testament 4. Einsendeschluss ist nächste Woche Mittwoch. Das ist dann der 12., glaube ich. 12., ja, müsste der 12. sein. 12.4. Wir geben dann die Gewinner bekannt nächste Woche, Donnerstag, in unserem Unboxing-Video. Und vergesst nicht, dazu zu schreiben, eure Adresse oder ob ihr eine DVD oder Blu-ray möchtet. Testament of Sister New Devil.
Ansonsten ganz wichtig heute natürlich, Sword Art Online, Kinostart, falls ihr noch keine Karten habt, sichert euch eure Karten, am Wochenende sind schon viele Vorstellungen fast voll. Auf peppermint-anime.de findet ihr eine komplette Kinoliste, wann der Film wo läuft. Da können auch kurzfristig immer noch Zusatzvorstellungen hinzukommen, weil die Nachfrage einfach so groß ist, dass unfassbar viele Karten wir verkauft haben. Schaut dann idealerweise, wenn ihr euch ein Kino rausgepickt habt, wo der Film läuft, schaut auf der Kino-Webseite, ob die nicht vielleicht noch Zusatzvorstellungen anbieten, die einfach bei uns im System noch nicht hinterlegt sind. Auf jeden Fall Sword Art Online ab heute Abend. Die großen Events deutschlandweit in ganz, ganz vielen Kinos, sind mehr als 100 Städte, wo der Film laufen wird. Und ich bin mir sicher, ihr werdet sehr, sehr viel Spaß haben. Falls ihr ein paar Bilder macht von euch vor Ort, wie was euch da gefallen hat, oder wenn ihr Cosplayer da habt, oder wenn ihr Fettparty macht im Saal, macht Fotos und postet die mit dem Hashtag SAO Germany. Ja? SAO Germany. Dann können wir das auch mit unseren Freunden in Japan teilen, damit die sehen, was hier im Kino so abgeht. Ansonsten auch nicht vergessen, wir haben Samstag noch unsere Fan-Events hier in München um 13 und um 16.15 Uhr mit Patrick Keller und Nina Sophia Ammerschläger, den Sprechern von Kirito und Lisbeth. Am Sonntag sind wir in Wien im UCI Millennium City um 17 Uhr. Das ist schon so gut wie ausverkauft. Da werden neben Patrick Keller und Nina Sophia Ammerschläger auch noch die Lisa May Mitching dabei sein. Das ist unsere neue Asana-Sprecherin. Kommt vorbei, quatscht mit uns. Wir werden auch mit einem kleinen Stand da sein. Da könnt ihr Poster, T-Shirts, CDs und vieles mehr erwerben. Ja, und ich glaube, mehr gibt es nicht zu erzählen. Ach ja, Gewinnspiel. Ja, wenn ihr Gewinnspiele so generell, also wenn ihr nicht nur Testament gewinnen wollt, wir verlosen nämlich gerade nochmal 5x2 Karten für das SAO Fan-Event am Samstag in München. Gibt es ein eigenes Posting bei Facebook. Ja, falls ihr das Video jetzt woanders seht, müsstet ihr zu Facebook gehen. Es gibt ein Posting bei Facebook zum Thema SAO Fan-Event München. Da verlosen wir 5x2 Karten. Könnt ihr noch mitmachen bis morgen 16 Uhr. Da ziehen wir dann die Gewinner, wer die Karten bekommt. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel, wenn ihr Testament of Sister New Devil Burst Volume 4 gewinnen wollt. Ansonsten, ja, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.